Wir hätten hier den Noah Redberg, der mittlerweile, ich glaube, seit heute Morgen um, weiß der Geier was, 8 Uhr losgefahren ist, jetzt angekommen ist. Also der hat einen längeren Weg und ist dementsprechend fertig. Der möchte auch noch ein paar Takte sagen. Danke. Schönen guten Tag. Ich freue mich, euch zu sehen. Es war ein wirklich langer Weg hierher. Ich glaube, wenn ich gewusst hätte, wie lange ich gebraucht hätte, wäre ich nicht mal losgefahren. Also es war echt schlimm. Aber kurz bevor ich hier angekommen bin, hat mich dann, als ich jetzt hier angekommen bin, doch derselbe Blick verzaubert, der mich schon vor einem Jahr, als wir hier waren, um für dieses Kraftwerk zu demonstrieren, verzaubern hat. Und das ist dieser Blick auf dieses Kraftwerk mit diesem Kühlturm, mit diesem Abluftkamin und dem kleineren Siedewasserreaktor daneben, der leider nicht mehr in Betrieb ist. Dieser Blick ist echt bezaubernd, aber dieser Blick ist tatsächlich nur bezaubernd, wenn man halt wirklich weiß, wie diese Anlage funktioniert, wenn man sie vielleicht nicht von innen, aber von Artikeln, von wissenschaftlichen Papieren, von Bildern kennt, dann ist diese Anlage wirklich ein Augenschmaus. Das habe ich aber nicht immer so gesehen. Als ich ein kleines Kind war, als ich 10 Jahre alt war, hatte ich große Angst vor Kernenergie. Das war bedingt dadurch, dass ich aufgewachsen bin, lange schon nach dem ersten Atomausstieg in 1998. Ich aufgewachsen bin Jahrzehnte nach der quasi Geburt der Anti-Kernenergie-Bewegung, die dann halt in diesen Jahrzehnten durch die Instanzen geritten ist. Und ich bin zur Schule gegangen mit Lehrern, witzigerweise vor allem Kunst-, Religion- und Musiklehrern, nie Physiklehrern, die vehemente Gegner der Kernenergie waren und die mir tatsächlich schon von jungen Jahren von den Gräueltaten der Kernenergie erklärt haben. Von 100.000 Toten, die in Tschernobyl gestorben sind, von 100.000 Toten, die in Hiroshima und Nagasaki gestorben sind. Und natürlich hat man uns das nie so erzählt, dass Tschernobyl keine Atombombe ist und Hiroshima kein Kraftwerk war, weil am besten die Angst vor der Bombe noch übertragen auf die Kinder in Angst vorm Kraftwerk. Und wie gesagt, mit 10, 9 Jahren hatte ich scheiße Angst vor Kernenergie und ich kann mich daran erinnern, da bin ich mit meiner Familie nach Bremen gefahren. Ich komme aus der Nähe von Kassel und weil meine Schwestern, damals sehr kleine Kinder, 6 Jahre alt, 5 Jahre alt, wirklich ungern Autobahn gefahren sind, haben wir uns entschieden, wir fahren nicht die Autobahn, sondern wir fahren an der Weser entlang auf der Landstraße. Das dauert länger, aber wir haben eine schönere Aussicht. Und wenn Sie von Kassel aus nach Norden fahren, an der Weser entlang, etwa eine Stunde später, kommen Sie am Kernkraftwerk Grunde vorbei. Und ich als kleiner Junge guckte aus dem Fenster des Autos und mir ließ kalt den Rücken runter. Denn ich sah 2 Kühltürme. Kleiner als diese hier, dafür 2. Und ich wusste von den Schreckensgeschichten, die meine Kunst- und Musiklehrerin der Grundschule mir erkannt hat, 2 Dinge. Kernkraftwerke sind extrem gefährlich und Kernkraftwerke haben Kühltürme. Und ich fragte meine Eltern leicht panisch, ist das ein Kernkraftwerk? Und meine Eltern, wissend, dass ich die Nacht nicht schlafen würde, wenn sie tatsächlich sagen würden, das ist ein Kernkraftwerk, was es im Fall von Grunde war, sagten, nein, nein, Noah, du musst dir keine Sorgen machen. Das ist ein Kohlekraftwerk. Ein Kohlekraftwerk ist ein gutes Kraftwerk. Und ich, beruhigt, schlief diese Nacht gut, da ich ja nur an einem Kohlekraftwerk vorbeigefahren bin. 11 Jahre später bin ich sehr froh, dass wir damals an einem Kernkraftwerk gefahren sind. Und ich bin sehr traurig, dass dieses Kernkraftwerk in Grunde am Ende dieses Jahres wahrscheinlich für immer abgeschaltet wird. Sehr traurig. Ich bin auch traurig, dass ich leider vor 2 Wochen nicht zu der Demo für Grunde kommen konnte. Aber dafür bin ich hier und habe mich heute beim Anblick dieses Kraftwerks gefreut und nicht gefürchtet. Und ich hoffe, dass in Zukunft sich auch mehr Menschen für diese Kraftwerke freuen werden und nicht sich vor ihnen fürchten werden. Aber die Furcht vor diesen Kraftwerken geht wirklich ins Mark. Und das merke ich, wenn ich mit Leuten über Kernenergie rede, sehr häufig, dass die Furcht jegliche Diskussion dazu führt, dass diese Leute jegliche Diskussion abwürgen. Ich kann sagen, was ich will, ich kann ellenlange Texte schreiben, ich kann
mit Studien, ich kann mit Daten kommen, es ist völlig egal, aber was ist mit Atommüll, mit 100.000 Toten, strahlende Landschaften, Fallout, egal. Die Furcht überwiegt. Und in solchen Diskussionen höre ich dann immer dann solche Sachen wie, ja, du bist nur 21, du kannst das nicht nachvollziehen, du hast Tschernobyl nicht miterlebt. Ja, ich habe Tschernobyl nicht miterlebt, aber ich wette mal, keiner der hier Anwesenden und die wenigsten in Deutschland werden Tschernobyl miterlebt haben. Ich habe Tschernobyl genauso wenig miterlebt, wie meine Großmutter Stalingrad miterlebt hat. Ihr lasst als kleine Kinder vom Rundfunkgerät und habt euch in die Hose geschissen, als Falschinformation über diese Geräte gekommen ist. Ihr saßt zu Hause, obwohl ihr es nicht sein musstet, und habt im Fernsehen gesehen, 100.000 Tote, 200.000 Tote, 300.000 Tote. Wie viele sind in Tschernobyl gestorben? 128. Plus 4.000 Fälle an Kehlkopfkrebs, die noch dadurch entstanden sind, durch die Belastung, durch Jod, das durch den Bruch des Containments freigesetzt wurde. Dieses Jod sorgt für, Schilddrüsenkrebs. Schilddrüsenkrebs hat eine relativ geringe Mortalität von etwa 1%, lässt sich relativ gut behandeln. Das heißt, von diesen 4.000 Fällen kann man erwarten, dass etwa 40, vielleicht 100 sterben. Das heißt, wie viele sind in Tschernobyl gestorben? Nicht Hunderttausende, sondern Hunderte. Ein Kohlekraftwerk der gleichen Größe, das dieselbe Menge an Energie produziert hätte, hätte zigtausende dahin gerafft. Und die Ukrainer wissen das. Und das ist der Grund, warum die Ukrainer, die Tschernobyl miterlebt haben, im Gegensatz zu all den deutschen Boomern, die sich vorm Fernsehen die Hose geschissen haben, haben die Ukrainer Tschernobyl wirklich miterlebt. Und die Ukrainer haben miterlebt, was die Realität von Kohleverstromung in der Sowjetunion war. Und dass die Realität der Kohleverstromung in der Sowjetunion ein absoluter Albtraum war. Und aus diesem Grund haben sich die Ukrainer entschieden, wir bauen mehr Kernkraftwerke. 14 Gigawatt Kernenergie hat die Ukraine nicht vor, sondern nach Tschernobyl in Betrieb genommen. Weil die Ukrainer wussten, obwohl sie Tschernobyl miterlebt haben, dass Kernenergie der bessere, wenn nicht sogar der beste Weg ist. Und ich hoffe, dass wir das in Zukunft auch wissen werden. Ich hoffe, dass wir es ähnlich sehen werden wie die Ukrainer, nur dass wir uns nicht vor den katastrophalen Umweltfolgen durch Schadstoffemissionen und durch Bergbau der Kohle fürchten, sondern dass wir uns fürchten werden vor dem, was auf uns zukommt, wenn wir nicht rechtzeitig dekarbonisieren. Vom Klimawandel, von Armut, vor Ernteausfällen, vor Krieg. Die direkte Konsequenzen sein werden, wenn wir nicht richtig und rechtzeitig handeln werden. Und richtig und rechtzeitig zu handeln, heißt vor allem eins, dieses Kraftwerk und die 5 weiteren, die in Deutschland in Betrieb sind, nicht außer Betrieb zu nehmen und so schnell wie möglich weitere Kernkraftwerke zu bauen. Ich hoffe, dass diese Message ankommt. Wir haben in den letzten 2 Jahren, in denen ich so ein bisschen dem Dunstkreis der kleinen Pro-Kernenergie-Bewegung in Deutschland beigetreten bin, hat sich tatsächlich die Stimmung zur Kernenergie in Deutschland schon etwas gewandelt. Die Unterstützung ist wieder da, auch wenn diese Debatte momentan kaum geführt wird, weil keiner in der politischen Landschaft diese Debatte anreißen wird vor der Bundestagswahl, um nicht das Risiko einzugehen, dass es nicht so gut ankommt, wenn er sich dafür einspricht. Gehe ich aber davon aus, dass nach der Bundestagswahl Politiker und Journalisten und Menschen im Allgemeinen deutlich offener mit ihrer Unterstützung für die Kernenergie sein werden. Und da müssen wir dranbleiben und da müssen wir uns dafür einsprechen und wir müssen demonstrieren und wir müssen Politiker anschreiben, wir müssen mit unseren Verwandten, mit unseren Freunden und Bekannten reden, dass die Unterstützung der Kernenergie in Deutschland wächst. Denn bisher ist die Unterstützung für die Kernenergie in Deutschland ohne uns gewachsen. Wir sind eine relativ kleine Bewegung. Ich meine, wir sind hier, keine Ahnung, 40 Leute. In ganz Deutschland hat man aber zig Millionen, die sich mittlerweile aber wieder vorstellen können, ja, Kernenergie ist eine Form der Energie, die wir auch in der Zukunft nutzen werden. Und diese zig Millionen müssen wir erreichen. Und ich glaube, das können wir. Aber dann müssen wir dranbleiben. In dem Sinne, viel Erfolg, viel Glück und viel Spaß.